So, ich habe mal einen kleinen Cut machen müssen. Wir waren gerade wieder jede Menge Viecher überall. Haben wir da oben ein Radar zerstört. Und noch ein paar andere Sachen. Unterwegs habe ich noch ein paar temporäre Fabriken gebaut. Seid ihr gleich. Hier mal gerade die Gunst der Stunde nutze, wo wir mal kurz nicht angegriffen werden. Ich habe keine Eisplatten mehr. Um mal ein bisschen den Bahnhof weiterzubauen, den ich eigentlich bauen wollte. Jetzt ein bisschen Eisen einsammeln hier. Inventar ist voll. Steine. Bisschen raus aus dem Inventar. Also ich habe da unten ein paar Schienenfabriken gebaut, wie ihr seht. Hier, denn von denen werden wir einige brauchen in nächster Zeit. Weil ich glaube, das war sogar noch bevor ich gekartet habe. Ich weiß schon gar nicht mehr. Sorry, wenn ich ein bisschen verpeilt bin gerade. Na komm schon, nimmt mir doch mal irgendjemand diese. Nehme ich die Steine hier ab. So. Noch raus aus dem Inventar. Diese Dinger können raus aus dem Inventar. Holz. Holz. Holz noch ein paar. Das können wir jetzt einfach mal da rein. Gut, Ziegelsteine brauche ich auch keinen Moment. Können gut und gerne da rein. Stahlplatten brauche ich auch nicht. Zumindest nicht so viele. Bisschen Eisen brauche ich, das habe ich. Bisschen Stahl ist auch nicht verkehrt. Gut, ja, wie gesagt, da unten habe ich Schienen gebaut. Und hier habe ich so eine kleine temporäre Produktion gemacht für ein paar Motoren, damit wir auch mal Loks bauen können. Und ein paar von diesen großen Powerpoles. Ansonsten habe ich eigentlich nur überall, wo ich angegriffen wurde. Ich wurde eben an 10 Stellen gleichzeitig angegriffen oder so. Ich habe jetzt vor allem ein paar Türme platziert und dachte, das mache ich offline. Das wäre nicht so spannend, ist dazu zu schauen. Ja. Als nächstes habe ich mir jetzt mal hier ein paar. 21, das reicht für den Lock. Wie viel habe ich von denen noch? Den habe ich noch genug. Okay. So, dann können wir hier im Bahnhof weiter machen. Hoffentlich. Das hier soll der Kupferbahnhof werden. Kurz ein paar von denen noch. Ja. Dann noch einige von denen brauchen. Ich erkläre es gleich, auch was ich hier mache. Vor allen Dingen, warum ich hier Kisten dazwischen packe. Wenn ihr es euch nicht schon denken könnt. Also hier wird der Zug nach Anhalten, der entladen werden soll. In dem Fall ein Kupferzug. Hat eine Lok vorne und hinten vier Anhänger. Ich werde also Zugnetz diesmal verwenden, das in eine Richtung geht. Also quasi keine
Lok vorne und hinten, sondern nur also quasi unidirektional. Hat den Vorteil, dass ich festgestellt habe, dass das Schienennetz deutlich übersichtlicher und logischer macht. Man braucht nicht so viele Signale, wie ihr aus meinen letzten Let's Plays halt kennt, wo ich da mich teilweise episodenlang nur noch damit rumgeschlagen habe, dass irgendwelche Signale nicht so funktioniert haben, wie ich wollte. Das werden wir jetzt hoffentlich nicht so in dem Ausmaß haben. Ich hoffe es, ich hoffe es. So. Warum habe ich hier Kisten hingemacht an den Stellen, wo die Waggons entladen werden? Ganz einfach, dass wenn der Zug kommt hier an, ist vollgepackt mit Kupfererz. Und ich will jetzt natürlich nicht, dass der hier steht und den Bahnhof blockiert, ewig lang, sondern ich will, dass er so schnell wie möglich entladen wird, wenn ich da unten schon wieder angegriffen werde. Was ist denn hier los? Vielleicht hätte ich die Viecher wirklich auch ausschalten sollen auf der Karte. Komme ich ja nie dazu, hier irgendwas zu machen. Was ist der? Da hinten. Ist noch einer. Gut, kaum habe ich oben überall Türme hingestellt, kommen sie jetzt natürlich unten an. Normal. So war es das, oder? Habe ich noch Türme? Nee. Kein Eisen mehr. Auch keine Munition mehr. Ich wieder Eisen nehmen. Ich baue mir jetzt hier auch mal so eine Fabrik. Einfache Handfeuermunition hin. Damit ich nicht immer manuell bauen muss. Hängt's. Ah, ich habe hier die Eisenlinie noch nicht angeschlossen. So, vorübergeht. Gut, einfach, dass hier mal ein bisschen Muni aufläuft, damit ich halt die Türme damit nach und nach füllen kann. Mal hier einen. Hier einen hin. Hier einen hin. Es dauert so ewig, das Handkräften. Hin, dann sollte da unten auch hoffentlich erstmal Ruhe sein. So, Munition. Kommt es schon wieder? Unbelievable, Jim. Oh, ganze 17 habe ich gecraftet in der Zwischenzeit. Das ist ja Hölle. Jetzt wieder alles kaputt hier. Gut.
So, da habe ich zwar wieder kein Eisen mehr, aber ich hoffe mal, ich brauche keins im Moment. Gut, Fließbänder. Auch keine mehr. Map. Muss ich auch holen gehen. Wieder zurück hier zur Starterbasis. Und da habe ich eine Kiste, wo ich mir wieder begreifen kann. Könnte ich mir hier fast einen Zug hinstellen, um hier hin und her zu fahren, damit es schneller geht. Ja. Interessant. Das war ein bisschen viel Fließbänder. Was? Gut, eigentlich an Strommasten. Muss hier mal kurz ein bisschen aufräumen. Das hier kann erstmal weg. Brauche ich im Moment nicht. Das hier brauche ich noch. Das brauche ich auch. Kommen mal hier hin. Die kommen mal hier hin. Das kann weg. Na? Was hat er denn jetzt gemacht, bitte? Ah, bin verrückt. Man konnte das doch hier irgendwie einloggen, oder? Egal. Brauche ich nicht im Inventar im Moment. Hier ist leer, das kann weg. Sorry, wenn ich das mal kurz ein bisschen umsortieren muss hier, aber sonst komme ich nicht mehr klar. Der hier hin, der hier hin. Der hier hin. Greifer hier hin. Das hier hin. So ein Ding bauen. Ach, ich habe welche, okay. Habe ich im Moment nicht. Habe ich auch viel zu viele im Inventar. Die Lampen noch dahin machen. Die beiden hier hin. Und Kisten vielleicht noch. Granaten, falls ich irgendwo Bäume wegmachen muss. Gut, Schienen fehlen noch. Weiter kann es gehen, hoffe ich. Jetzt machen wir Folgendes. Wir setzen uns hier so ein Band, so ein Band und ziehen das einmal hier raus. Überlegen, liegt der auf die linke Seite oder auf die rechte Seite? Kurz testen. Kurz testen. Verklickt. Nein. Okay. Ups. Das war nicht der Plan. Was ist beschädigt hier? Wollte eigentlich nur testen, in welche Richtung ihr die Sachen hier drauf legt, auf die rechte Seite. Okay.
Okay, ich hätte das vielleicht nicht unbedingt mit Granaten ausrechnen testen müssen. Gut, die rechte Seite, dann müssen wir das hier andersrum machen. Dann müssen wir das so machen. Und so, okay. Na, einfach damit halt drei Boxen werden oben auf das obere Band entladen. Und dann drei auf das untere Band. Irgendwo ist schon wieder Action, aber ich glaube, die Türme regeln das diesmal. Gut. Selber auf die andere Seite. Welche Richtung liegt das jetzt hier? Wir werden es nachher ausprobieren. Ich glaube aber, das müsste so passen. Gut. Soweit, so gut. So, das war eine Seite. Echt froh, wenn ich die Roboter wieder habe. Geht das Ganze deutlich schneller von der Hand. Na. So, und diese Teile hier, die müssen wir jetzt eben an unsere Kupferteile hier anschließen. Und da wir ja hier jeweils nur immer ein Halsband entladen, beziehungsweise tun wir ja gar nicht. Was rede ich? Wir befüllen immer ein volles Band. Das heißt, wir haben jetzt 8 Bänder hier. Gut, dann sollten wir immer 2 an eine Linie anschließen, hätte ich gesagt. Heißt also einmal hier und hier. So, jetzt brauche ich komme nicht mehr drum rum. Noch mehr von denen. Hier brauche ich gar nicht, fällt gerade auf. So, Band 2 geht hier unten rein.
bin so wie. Weil ich das hier gestrichen, ich könnte es auch einfach so machen. Komme ich hier drüber? Ja. Yep. Übersichtlicher so. Also egal, das hier lasse ich so. Die beiden hier rein. Könnte sogar noch anders machen, fällt mir gerade auf. Wahrscheinlich noch einfacher. Okay. Meine Übersichtlichkeit ist das A und O, deswegen versuche ich hier so viel möglich rauszuholen, was die Übersichtlichkeit angeht. Das können wir lassen. Machen wir das hier nämlich so. Weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass ich da von jeder Seite eins nehmen muss. So. Dann die beiden. Sorry, wenn das hier gerade ein bisschen nervig ist, dass ich hier ständig alles wieder umbaue. Aber ich bin noch am Anfang, da geht es noch relativ langsam. Bis alles mal steht, soweit. So soll es passen. Nein, es passt nicht. Krieg's noch hin heute, ich versprech's. Noch eins runter. Jetzt aber. Gut. Die Richtung wäre hilfreich. So. Die Richtung wäre hilfreich, habe ich gesagt. So, das Ganze hier nochmal.
Gut, dann hier nochmal. Boah, jetzt haben sie wieder irgendwas versteckt unten. Wo denn überhaupt? Wo ist was zerstört? Ist hier nichts zerstörtes? Falschmeldung oder wie? Fake News? Na gut. Sie haben mich von der Arbeit abgehalten und haben sie ihren Job erledigt, würde ich sagen. So. 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 Ja, das war Opfer. Soweit, so gut. Bei dem Bahnhof brauchen wir jetzt, glaube ich, noch was. Kurz mal gucken. Jetzt mal brauchen wir Powerpoles, so viel ist mir sicher. Einen und hier einen. Hier einen. So. Anschließen bitte. So, das heißt, die werden wir jetzt mal bereit, Züge zu erfangen. Das Ding nennen wir um. Und zwar in also hier werden wir in Zukunft all unser Kupfer liefern. Das Ganze blueprinte ich jetzt. Wobei, dann fehlt noch was. Ich bin über die Kalorie gerade.